Es ist auch übrigens so, dass offiziell anerkannt ist, dass es offiziell anerkannt ist, dass man das Video auch hochladen kann, sprich, dass man GTA 5 Material hochladen kann bzw. aufnehmen kann. So, Freunde, damit herzlich willkommen hier zu diesem kleinen spontanen Vlog, denn wie ihr wahrscheinlich gerade schon bei Twitter gelesen habt, habe ich ja gepostet, dass jetzt GTA 5 erst morgen kommt, bzw. morgen früh oder gegen Mittag oder gegen Nachmittag. Denn es ist jetzt folgendes, und zwar ist es gerade 20 vor 9 abends. Und wie ihr hier seht, GTA ist gerade noch fleißig am Rendern. Und da ich es natürlich nicht anders geschafft habe, ich bin die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ich bin erst seit ca. 18 Uhr wieder hier gewesen, konnte also vorher das Spiel auch nicht installieren mehr. Und habe dann erst eben gerade erst aufgenommen, jetzt wird das Ganze geschnitten, jetzt rendert es gerade noch. Und zwar ca. noch 14 bis 15 Minuten. Und dann wäre schon ja, 21 Uhr, und dann muss aber noch ganz noch hochladen. Das würde ja auch nochmal ca. 2 Stunden in Anspruch nehmen, gerade bei meinem Internet, weil ich habe nicht so ein ganz großes Highspeed-Internet. Und dann den meisten morgen eh früh raus müssen, würde es gar nicht wirklich lohnen, das jetzt noch hochzuladen. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, mache ich es morgen früh, mache ich jetzt noch so einen kleinen Vlog, so einen kleinen Info-Vlog, in dem ich euch das Ganze mal ein bisschen mitteile. Und ja, ich bin ganz gespannt. Wie gesagt, es ist auch übrigens so, dass offiziell anerkannt ist, dass es offiziell anerkannt ist, dass man das Video auch hochladen kann, sprich, dass man GTA 5 Material hochladen kann, bzw. aufnehmen kann, ohne dass man in irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten kommt. Worauf man natürlich noch unbedingt achten muss, ist, dass nicht unbedingt Musik im Hintergrund spielt, denn die wird, oder beziehungsweise die Lizenz der Musik ist zwar von Rockstar erlaubt oder erworben worden, aber wenn ihr, oder wenn man das Ganze hochlädt, dann spielt es wieder eine ganz andere Rolle und dann wird darüber oder wird dafür keine Haftung übernommen. Sprich, da könnte schon die GEMA mal eben kommen und sagen, zack, das gehört mir, das möchte ich haben. Das Video wird jetzt in Deutschland oder weltweit gesperrt oder in anderen Ländern gesperrt. Und das wäre natürlich ein bisschen doof und deswegen, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so einfach möglich und das wollte ich nochmal kurz mitteilen. Falls ihr auch vorhabt, irgendwie GTA 5 aufzunehmen, achtet darauf, dass am besten die Musik komplett aus ist oder beziehungsweise das Radio ist ja sozusagen die Musik, die dann im Hintergrund spielt, wenn man vielleicht ins Auto einsteigt und so weiter und so fort. Und damit ihr da keine Schwierigkeiten bekommt, passt da lieber auf, lasst die Musik lieber weg. Besonders wenn ihr vielleicht auch vorhabt, die Videos zu monetarisieren, weil dann kann euch YouTube da schnell einen Strick draus drehen. Und dann habt ihr nachher den Salat, wenn irgendwelche Strikes auf dem Kanal sind und euch irgendwelche Funktionen gesperrt werden. Und das nachher nur wegen einem Video wäre natürlich dann auch ein bisschen blöd. So, wir sind jetzt gerade schon bei knappen 71% und dann... Das wollte ich euch mal kurz mitteilen, ich habe eigentlich nur mal gedacht, ach, dann mache ich einfach jetzt einen kleinen Vlog, wenn jetzt kein anderes großartiges Video mehr kommt. Weil ich bin einfach so der Typ, ich möchte euch immer gerne irgendwie täglich irgendwas zeigen, ob es ein Gaming-Video ist, ob es ein Vlog ist. Und ich möchte euch da irgendwie auch einfach täglich informieren, ich habe einfach richtig Bock drauf und ich möchte euch auch gerne täglich am Leben teilhaben lassen. Was ich mir übrigens überlegt habe, ist, ich möchte gerne eigentlich auch meine jetzige Kamera hier, die ich jetzt hier gerade benutze, meine... Canon G7X möchte ich auch gerne als Webcam nutzen. Ich muss noch mal kurz gucken, wie ich das Ganze dann montiere hier am Bildschirm. Bis jetzt nutze ich ja noch die Logitech C... Ich möchte jetzt noch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall die ganz normale Logitech Webcam. Und jetzt möchte ich auch gerne diese hier nutzen, weil ich finde es einfach perfekt. Das ist einfach schick. Und da muss ich noch mal ein bisschen gucken, wie das Ganze hier am Bildschirm montiert. Momentan sieht es ja noch so aus. Ob ich das noch irgendwie hinbekomme, ist eine fragliche Sache. Und... Dann würde ich sagen, schneide ich jetzt auch noch kurz diesen kleinen Vlog und dann sehen wir uns auf jeden Fall ganz normal morgen, auf jeden Fall bei GTA. Das werde ich jetzt über Nacht hochladen und dann freuen wir uns auf dieses schöne Stück. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und sehen uns ganz normal morgen wieder. Tschüss.